Es ist ein Polizeiaufgebot, wie es Frankreich lange nicht gesehen hat. Das gesamte Wohngebiet, in dem sich der mutmaßliche Serienmörder verschanzt hat, ist hermetisch abgeriegelt. Seit 3 Uhr nachts dauert die Belagerung der Polizei inzwischen an. Da hatten Spezialeinheiten versucht, den 24 Jahre alten Mohamed Merah in seiner Wohnung zu überwältigen, aber der Überraschungsangriff schlug fehl. Als die Polizisten sich dem Eingang genähert haben, hat der Mann durch die Tür gefeuert. Einer unserer Männer wurde am Knie getroffen, 2 weitere wurden leicht verletzt. Die Polizei riegelt daraufhin das Wohngebiet rund um die Wohnung des Serienmörders weiträumig ab. Niemand kommt hinein, aber auch niemand hinaus. In den umliegenden Wohnungen müssen die völlig verängstigten Mieter so stundenlang ausharren. Die Polizei hat uns gesagt, wir sollen auf keinen Fall aus dem Haus gehen, die Rollläden runterlassen und uns nicht vom Fleck rühren. Ich mache mir große Sorgen, weil meine Verlobte eine Etage über dem Attentäter ist. Ziemlich schnell stehen die Polizisten in Kontakt mit dem 24-jährigen Merah. Er behauptet, zu Al-Qaida zu gehören. Die Ermittler sind sich sicher, er ist der seit Tagen gesuchte Serienmörder. Während sich der Attentäter in der Wohnung verschanzt, werden die jüdischen Kinder und ihr Lehrer unter der Anteilnahme hunderter Juden am Mittag in Jerusalem beerdigt. In der südfranzösischen Stadt Montauban findet wenige Stunden später die Trauerfeier für die getöteten Soldaten statt. Von all dem unbeeindruckt verschanzt sich Mohamed Merah weiter in der französischen Stadt Toulouse. Die Wohnung liegt, wie diese Animation zeigt, mitten in einem größeren Gebäudekomplex. Am Mittag ist es der Polizei gelungen, die Anwohner und die Nachbarn zu evakuieren. Bislang hat Mohamed Merah aber weder aufgegeben, wie er zwischenzeitlich versprach, noch konnten ihn die massiven Polizeikräfte überwältigen.